Hallo, ihr Lieben. Ja, Sinn, da steht in Scheren und soll sich, willkommen Stollen, wünscht sich das, doch gerne mal hier in die Mine begeben und sich sozusagen damit in die Höhle nicht des Löwen, sondern der Spinnen. Denn seitdem man dort einen Höhleneingang aufgestoßen hat, wimmelt es nur so von Spinnen. Und gleichzeitig hat man einen Schädel entdeckt und wir sollen überprüfen, ob das und ihn holen und schauen, ob das nicht eventuell sogar der alte Schädel vom Bilviskönig Golfimbull sein könnte, der einmal als Golfschädel in einem Kaninchenloch landete. Doch bevor wir das machen, und ich habe meine Jacinta ein bisschen ausgerüstet, wenn wir mal schauen, also letztes Mal hatten wir noch gar keinen Schmuck, den habe ich jetzt einmal aufgefüllt und ich habe jetzt nicht auf das letzte Detail geachtet, dass das jetzt das allerbeste ist und auch einmal vollständig hier ausgerüstet bin und ich habe ihr vernünftige Waffen gemacht, damit sie da möglichst gut sich in dieses Abenteuer begeben kann. Denn wie gesagt, ist eine Gefährtenaufgabe eigentlich. Und das, was sich noch geändert hat durch mein Leveln, ist, dass ich zum einen ein neues Gambit dazu bekommen habe. Nämlich das Gambit Faust Speer. Faust kann ich also jetzt nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit Speer kombinieren. Und das ergibt neben einem Nahkampfschaden auch ein Damage over Time. Das könnte ja auch mal entscheidend sein. So, und dann vielleicht sind euch diese beiden Skills hier schon aufgefallen. Das sind, ja, Skills, mit denen man zum einen entweder nur das letzte Gambit, ja, also ich sage immer Gambit für das, was ich dann auslöse. Eigentlich sind das hier schon die Gambits, also für die Standard-Gambits nämlich. Ich sage hier gerne Skills zu, damit ich damit nicht durcheinander komme und das, was ich auslöse, Gambit. So, kurze Rede, langer Sinn. Das, was ich hiermit auslöse, ist, dass ich den letzten Skill, den ich gesetzt habe, hier wieder zurücknehmen kann, beziehungsweise bei diesem zweiten hier, sogar die gesamte Linie. Das ist für uns an dieser Stelle aber noch nicht wirklich interessant. Ich werde später einmal mal genauer darüber berichten und erzählen, was es damit auf sich hat und wofür man das überhaupt gebrauchen kann. Doch wir werden uns jetzt einfach mal hier in die, ja, ist schön dunkel jetzt auch gerade, mal in die Spinnenhöhle begeben. Und den Spinnen, ja, ich hoffe doch den gar ausmachen. Wir schauen mal. Ja, so ist das erstmal kein Problem. Mal schauen, wie sich dann nachher da unten gibt es noch ein paar stärkere, zum Beispiel die Spinnenkönigin. Und so setzen wir mal Faustschild, Speer ein. Den präzisen. Ach so, Wurf. Ja, ich bin hier noch auf Fernkampf. Also gehe ich wieder auf die Nahkampfhaltung. Übrigens, hier sind Kokons, die können wir mal aufmachen. Da ist nämlich zumindest etwas zum Mitnehmen drin. Ja, das nehmen wir schnell mit, bevor wir hier angegriffen werden. Ja, ich werde mich jetzt hier einmal durchkämpfen und mich hier mit den Spinnen auseinandersetzen. Das, was ich mir nicht gemacht habe, ist, dass ich mir kein Buff-Feed besorgt habe. Das hätte ich jetzt ganz gut brauchen können. Das schaue ich mal, wenn es in die Höhle geht. Wir werden jetzt hier erstmal den Weg hier unten lang laufen und uns hier freikämpfen, denn dort hinten müssen wir hin. Und dann geht es gleich nach unten. Ja, hier diese Grünfeldbeißer, die sind schon etwas kräftiger. Wobei wir sind ja. Ja, da habe ich natürlich jetzt hier viel ausgelöst. Wir sind ja 2 Level drüber, also eigentlich sollte das jetzt hier keine Schwierigkeit geben. Ach, den Kriegsschrei haben wir doch schon. Hatte ich das falsch in Erinnerung? Habe ich euch Unsinn erzählt? Der Kriegsschrei ist nämlich die Faust-Schild-Kombination. Da muss ich doch glatt mal überlegen, war der tatsächlich von Anfang an dabei? Ach, wir sind Level 13. Ja, der ist mit Level 13 dazugekommen. Richtig, der Kriegsschrei. Das bedeutet, wir können jetzt auch den Faust und Schild einsetzen. Das ist der Kriegsschrei und der greift nämlich tatsächlich mehrere Gegner gleichzeitig an.
Und das kann natürlich von Vorteil sein. So, hier unten ist die Höhle, die man aufgemacht hat. Und da werden wir uns jetzt mal hineinbegeben. Und hier einmal diesem Weg folgen. Oh, hier war einer vor mir. Ja, irgendjemand muss hier gerade gewesen sein. Die sind nämlich gerade wieder respawned. Da wird wohl irgendjemand auch gerade hier im Keller sein. So, ja, ihr seht hier immer gerade noch, dass hier aufgeht, Anzahl so und so viel Vernichteter. Das ist eine andere Aufgabe, die ich parallel angenommen habe. Da gehe ich natürlich jetzt kein zweites Mal hier rein. So, jetzt wird es ein bisschen haariger mit der Spinnenkönigin dabei. Genau, die roten Pfeile gerade über den Gegnern haben natürlich signalisiert, dass sie meine Bedrohung wahrgenommen haben. Und ja, ach, wir schieben hier gerade, ich schieb gerade immer ein bisschen Moral raus mit meinem Schild Speergambit und habe dann natürlich die Möglichkeit, auch jetzt der Vergiftung nicht zu widerstehen, aber zumindest nicht gleich deswegen umzufallen. So, wir sind auch gleich im Keller angekommen. Ich habe jetzt hier meine Fernkampfangriffe gar nicht eingesetzt. Das machen wir aber jetzt mal hier. Ich muss das doch nochmal umbauen für mich. Ich habe das bei meinen anderen Hütern nämlich auch, dass ich den hemmenden Wurfspeer ganz oben habe, weil ich gerne von oben nach unten arbeite. Und denn der verlangsamt den Gegner. Das ist natürlich sinnvoll, den als ersten zu setzen. So, wir sind jetzt hier auch gleich unten. Komm her! So, noch eine Königin. Die ist unsere. So, wunderbar. Und jetzt sehen wir hier den Schädel. Ja, ich habe mich ein wenig erkältet. So, den Schädel haben wir besorgt. Das heißt, wir treten jetzt wieder den Rückweg an. Mal schauen. Obwohl, uns ist eigentlich vorhin keiner entgegengekommen, ne? Also ich habe jetzt keinen gesehen. Weiß nicht, warum die Spinnen da plötzlich erst aufgegangen sind. Es kann natürlich sein, dass mir, ja, ich weiß nicht, vielleicht gerade an mir vorbeigelaufen. Oder gibt es hier zwei Wege? Ach, hier gibt es zwei Wege. Vielleicht der eine, ach, da hinten gibt es noch einen Weg. Ja, ich glaube, der ist aber, nee, ist eine Sackgasse. Nee, das ist eine Sackgasse. Ja, so, jetzt setzen wir. Ich setze natürlich auch hier jetzt nicht wirklich jeden Schlag ganz gezielt mit der Überlegung, löst der jetzt Damage over Time aus oder macht er dies oder macht er das. Im Gegenteil, ich versuche sogar ganz bewusst verschiedene Schläge viel anzusetzen, damit ich im Buch der Taten diese relativ schnell abgearbeitet habe. Auch wenn ich nur, ich weiß gar nicht, wie viele ich mir gut schreiben lasse, praktisch pro Spieltag. Ich glaube, es sind 10 oder 20. Also, und dann setze ich gerne den nächsten ein. So, brauchen wir denn hier noch? Nee, wir haben eigentlich alles an Spinnen zusammengekarrt. Zusammengekarrt ist gut, ja. Zusammengeprügelt. Was wir so brauchten. Ja, die gehen hier gerade alle auf. Ich will immer gerade weg. Ich könnte natürlich auch einfach weiterlaufen. Aha. So, ein bisschen spannend hier. Gut, jetzt setze ich zum Beispiel mal wieder den Kriegsschrei ein. Der. Ach so, ja. Warum war hier gerade Stillstand? Das weiß ich auch nicht. Also den Kriegsschrei, der eben über meinen Gegnern Aggro bringt, beziehungsweise Aggro auf mich bringt, dass ich nämlich angegriffen werde, ist wichtig natürlich, wenn man als Tank spielt. Naja, Solo dann auch, weil die sollen ja nicht weglaufen, die sollen erlegt werden. So, darum nehme ich mir jetzt mal hier einfach ein paar mit. Das ist mir nämlich sonst viel zu mühsam. So, drei schaffen wir doch auf jeden Fall auf den Haufen. Sonst wird mir das hier alles viel zu lang. So, kommt mal her, alle Freunde hier. Wir beschäftigen uns mal miteinander. So, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht übernommen. Das würde mich ärgern. Nein. So. Nochmal einmal Angriff auf mehrere. Und dann setze ich jetzt hier mal ein Moral-Gambit, nämlich das Durchhalten.
Und den machen wir jetzt einfach mal so. Genau. Und jetzt geht es hier wieder den Hügel hoch. Und wenn wir hier ein bisschen an der Seite laufen, sollten wir vielleicht sogar gleich unbeschadet draußen sein. Na komm, die Spinne nehmen wir mal auch mit. Die brauchen wir nämlich auch fürs Buch der Taten. Ja, ich muss mir das hier umgekehrt hinlegen. Das ist ungeschickt für meine Spielweise. Generell legt sich sicherlich sowieso jeder seine Skills so, wie er sie am liebsten mag. Es gibt sicherlich auch welche, die sich die Grundskills hier auf 1, 2, 3 legen, um sie dann zu kombinieren. Warum ich das nicht tue, werde ich an einer, ja, werde ich bald erzählen. Es wird nämlich bald eine Besonderheit noch dazukommen. So, wir werden mit Wilkom Stollen sprechen, für den wir ja diesen Schädel besorgt haben. Einen Moment. Ihr seid dem Steinbruch heil entkommen, Jacinta. Ich habe mir Sorgen gemacht, wisst ihr, mit den ganzen Spinnen dort. Wie ich sehe, habt ihr den Schädel gefunden. Er ist wirklich richtig scheußlich, nicht wahr? Ich kann nicht sagen, ob es tatsächlich ein Bilbisschädel ist, aber ihm scheint ein Zahn zu fehlen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten einen Zahn in diesem Kaninchenbau gefunden. Moment, ein Zahn. Oh je, Viola hat mir doch erzählt, dass ihr in einem Kaninchenbau in Grünfeld einen Bilbiszahn gefunden habt. Das muss Golfimbus-Schädel sein, der vom Kaninchenbau, in dem er vor Hunderten von Jahren während der Schlacht von Grünfeld gelandet und bis in diesen Steinbruch gerollt ist. Ihr müsst ihn zu Brombart Fuchsschwanz beim Methamhaus in Michelbinge bringen. Die Keule des Bullenrasslers ist dort ausgestellt und ich wette, der alte Golfimbul hat Bullenrasslers mächtige Keule nicht vergessen. Solange sie in der Nähe ist, wird er auf keine dummen Gedanken kommen. So, das heißt, wir sollen jetzt also ins Methamhaus. Ja, und wo ist das Methamhaus? Richtig, auf der anderen Seite des Auenlandes, nämlich hier in Michelbinge. Leute, Leute, also das ist ein Weg. Vor allen Dingen in-game. Also Entschuldigung, wenn man sich mal vorstellt, dass die Entfernung des Auenlandes, ich habe sie jetzt gerade nicht ganz drauf, aber es sind um die 100 Kilometer, die wir jetzt da eigentlich mal. So, gut, das machen wir aber gerne für unseren Willkommstollen, damit die Hobbits hier nicht weiter angegriffen werden von Golfimbul, dessen Geist wohl durch die Gegend wandelt. Ja, da werden wir uns mal auf den Weg machen. Wie machen wir das? Das machen wir ganz einfach. Wir schwingen uns auf unser Pony, dann werde ich mich hier auf den Stallmeister setzen. Ich kann auch querreiten, das ist auch kein Problem. Vielleicht mache ich das sogar und besorge mir dabei noch ein bisschen Handwerksmaterial, das ich einsammeln kann. Denn mittlerweile kann ich auch das hier in dieser Gegend abbauen. Und ansonsten würde ich halt die Stallmeister nehmen und weiterreiten und mir dabei ein Teechen kochen. Denn schneller geht's nicht unbedingt, es ist nur gemütlicher. So, wir werden jetzt uns also auf den Weg machen. Wir sehen uns gleich in Michelbinge. So, wir sind in Michelbinge und wir reiten hier gerade zum Methamhaus House hoch. Was ist das Methamhaus House eigentlich? Methams, das sind Gegenstände, die Hobbits als solche bezeichnen, die sie, ja, nicht wegwerfen wollen, aber auch nicht wirklich für irgendetwas gebrauchen können. Oftmals sind es auch Geschenke, die man erhalten hat, dann wird man sie, schenkt man sie weiter und dann schenkt man sie weiter und weiter und so machen sie ihre Runde und auch die landen dann ganz oft hier im Methamhaus House. Ich glaube, unsere Jacinta kann das noch gar nicht betreten, sonst hätte ich das mal einmal für euch getan. Das tue ich jetzt aber. Kann ich, glaube ich, nicht. Kann kurz gucken. Ich glaube, wir hatten noch gar keinen Ruf hier. Nein, da können wir noch nicht rein. Also, wie gesagt, da gibt es Gegenstände, nützliche, nein, völlig unsinnige, unnütze Sachen. Aber zu schade zum Wegwerfen. Was wir aber jetzt hier nützlich finden, ist nämlich den Wächterbombrand. Brombart Fuchsschwanz, den sollen wir ja fragen wegen dieser Keule. Wie ist das Wertebefinden? Was soll das sein? Golfimbuls Schädel, du liebe Zeit, das ist ein sehr wichtiger Fund, Jacinta. Auch wenn es zu den recht unangenehmen Methams gehört. Es ist allerdings ein seltsamer Zufall, dass Golfimbuls Schädel ausgerechnet heute auftaucht. Vor ein paar Stunden erst hat man mich nach der Keule des Bullenrassers gefragt. Wie jetzt nach der Keule des Bullenrassers? Die sollten wir doch mitholen, oder nicht? War doch so. Was nehmen wir denn hier? Können wir davon überhaupt was gebrauchen? Als Belohnung? Ach ja, hier, da bin ich rüstungstechnisch. Da hatte ich mich, ich habe mir doch noch Bleibt andere doch und Sachen. nehmt etwas Ach, ich Tee. wollte mir mit ihr noch neue Sachen schneidern, bin da dann gar nicht mehr zugekommen. Genau. Ja, habt ihr denn Grenzer Sauberstein getroffen?
Er leitet das Wachhaus in der Nähe von Daxbrocken. Ja, das weiß ich wohl. Er kam vor ein paar Stunden vorbei und wollte sich die Keule des Bullenrasslers besorgen. Normalerweise verleihe ich nichts. Ich möchte, dass die Leute das Methamhaus besuchen, wenn sie etwas zu sehen bekommen wollen. Aber Sauberstein ist sehr zuverlässig. Anscheinend interessieren sich einige der jungen Hobbits in Daxbauten für die Schlacht von Grünfeld und Sauberstein will ihnen die Keule des Bullenrasslers zeigen, mit der Golfimbuls Kopf abgeschlagen wurde. Falls ihr der Ansicht seid, sie sollte zurückgebracht werden, um Golfimbuls Schädel Gesellschaft zu leisten, könntet ihr ihm das im Wachhaus in Daxbauten sagen? Ja, natürlich kann ich das. Ist ja auch nur am Ende des Auenlandes. Der ist hier eben mal vorbeigekommen. So, wollen wir das mal nicht weiter hinterfragen. Gut, dann, ja, was bedeutet es? Wieder zurück zu Sauberstein. Dann werden wir das mal tun. Und einmal kurz hier die Aussicht genießen. Ist doch herrlich, nicht? Also auch dieser Garten dort unten im Zentrum von Michelbinge. Einfach schön. Wobei ich glaube, ich habe hier gar nicht die höchste Grafikeinstellung. Nee, höchste sowieso nicht. Mache ich selten, wenn ich Video drehe. Aber ich habe eigentlich sonst ein bisschen mehr noch hier. So, aber hübsch ist es dennoch. Und dann machen wir uns also wieder auf den Weg zurück zu Sauberstein in Daxbauten am anderen Ende des Auenlandes. Hier sind wir nun wieder in Daxbauten und werden mal mit Sauberstein sprechen. Mit wegen der Keule. Herr Wilkomstollen wollte sie doch so gerne haben. Guten Tag. Ja, Sinta, ich fürchte, der Zeitpunkt ist gerade schlecht gewählt. Ich wollte nämlich just in diesem Augenblick ausgehen. Und na gut, stimmt. Ich habe mir Bullenrasslers Keule ausgeliehen und es tut mir leid, dass ich Brombart belügen musste. Aber wenn Golfimbul wirklich auferstanden sein sollte, ist diese Keule unsere einzige Möglichkeit, ihn aus dem Auenland zu vertreiben. Meint ihr nicht? Ich gehe jetzt zu diesem Bilveslager, das ihr entdeckt habt, und werde dieser Sache ein für alle Mal auf den Grund gehen. Nein, ich möchte nicht, dass ihr mich begleitet. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber diesem Waldläufer, Heilross, sagen, dass ich mich bald um diese Bilwisse gekümmert haben werde. Er hat Dank dafür verdient, dass er dieses Lager gefunden hat oder diese. Genau. Wir sollen also mit Heilross sprechen. Mensch, Sauberstein, du machst dich alleine auf den Weg, wenn das mal gut endet. Ja, wir werden mal schauen. Das bedeutet, wir reiten jetzt zu Heilross in seinem Hain und sprechen danach. Nee, und sprechen dort mit ihm und werden ihm mal davon Saubersteins Plan berichten. Dort unten im Hain steht er. Wie kann ich zu Diensten sein? Sauberstein ist unterwegs zum Lager der Bilwisse? Dieser mutige kleine Narr. Glaubt er eigentlich, dass Bandobras Tuck die Schlacht von Grünfeld ganz allein gewonnen hat? Bullenrassler hat vielleicht Golfimbuls Kopf abgeschlagen, aber bei dieser Schlacht haben viele Hobbits ihr Leben verloren, an deren Namen sich heute niemand mehr erinnert. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja. Das nächste Abenteuer werden wir auch tatsächlich auf unser nächstes Video verschieben, denn es wird dort ein bisschen heikler zugehen. Es ist eine kleine Mini-Inni. Mini-Inni, hört sich auch gut an. Und auch schon eine entscheidende Geschichte hier im Auenland. Das machen wir dann extra. An dieser Stelle sagen Jacinta und ich erstmal einfach Lebewohl. Wir wünschen euch einen fröhlichen Tag. Bleibt gesund. Und lasst es euch gut gehen. Warum ist es eigentlich immer Nacht? Macht's gut und hübsch. Bis dann.